Hi Leute und willkommen zurück bei The Witcher 3. Ja, wir sind gerade wieder in Novigrad, falls ihr euch wundert, wo ich gerade bin. Nicht mehr in Ochsenfurt. Und ich habe mich entschlossen, erstmal mich mit Triss zu treffen, bevor ich mit der Hauptquest-Reihe weitermache und mit Priscilla rede. Oh, was haben wir denn hier? Ich habe gehört, ihr wollt sterben. Machen wir. Zücken wir unser Stahlschwert. Burn, Baby! Burn! Kopf ab, Baby! Kopf ab! Oh. Bam. Ich weiß zwar nicht, warum sie mich angegriffen haben, aber selbst schuld, wenn sie das machen. Wachen vor Triss Haus. Nicht gut. Komisch, dass wir hier so einfach reinkommen. Und die vermeintlichen Hausbesitzer sind nicht da. Ich wollte gerade Hausbesetzer sagen. Für den ganzen Monat. Das stimmt, aber den alten Preis. Aha, da sind sie also. Ich habe kein Geld mehr. Aber du hast was anderes, Liebchen. Ach du Scheiße. Hier mit der Halskette und dann raus hier. Hände weg, sonst schneide ich sie ab. Geralt, das musst du nicht tun. Ich will aber. Nimm deine Sachen und los. Raus jetzt. Sofort. Wenn ich deine Hilfe brauche, bitte ich darum. Was? Bist du wütend? Wütend? Nein. Aber die Kette haben sie verdient. Sie haben viel riskiert, indem sie mich versteckt haben. Sie sind ein Risiko eingegangen. Ja, zu gepfefferten Preisen. Stimmt. Allerdings hätten sie auch das Geld nehmen und mich dann verraten können. Ist für Novigrader Verhältnisse schon verdammt anständig, das nicht zu tun. Bitte nimm sie nicht auch noch in Schutz. Geralt, wir können über Moral oder andere Themen diskutieren, aber nicht jetzt. Du hast gesehen, was in der Stadt vorgeht. Jo. Das ist sogar der ideale Zeitpunkt für eine Moraldebatte. Fangen wir damit an, der Selbstaufopferung Grenzen zu setzen. Höchste Zeit, dass du deine Magierkollegen vergisst und dich selbst rettest. Würdest du Vesemir im Stich lassen? Eskel? Lambert? Sie zurücklassen, um deine eigene Haut zu retten? Ich verstehe, dass du dir Sorgen um mich machst. Aber ich kann nicht einfach zusammenpacken und sie alle verlassen. Ich weiß, was die erwartet, die den Jägern in die Hände fallen. Wie kann ich helfen? Alles gerät aus den Fugen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich sollte alle Magier so schnell wie möglich zu den Docks und an Bord des Schiffs bringen. Aber Berthold und Anis waren noch nicht beim Treffpunkt. Berthold und Anis? Wer sind sie? Ein junges Paar. Er ist Alchemist und hatte eine Praxis in Gildorf. Sie hat in Arethusa studiert. Ich mache mir Sorgen, dass die Leute, die sie versteckt haben, sie verraten haben. Siehst du, so schlecht waren meine Gastgeber gar nicht. Es wird nicht einfach sein, den Hafen zu erreichen. Die Straßen sind voller Wachen. Dann nehmen wir die Straßen nicht. Im Zweifelsfall wollten wir uns alle im Eisvogel treffen. Da gibt es im Keller einen Zugang zur Kanalisation. Offenbar kann man so bis zu den Docks gelangen. Ich kenne die Novigrader Kanalisation. Jäger sind da keine, aber das heißt nicht, dass es sicher ist. Deswegen bitte ich ja dich, den Weg zu den Docks zu suchen und den anderen den Weg freizumachen. Und das schnell. Die Jäger könnten unseren Plan jeden Moment erraten. Verstehst du mein Dilemma jetzt? Zweien helfen und alle anderen gefährden. Oder direkt zum Eisvogel gehen und die beiden dem sicheren Tod überlassen. Was mache ich nur, Geralt? Wir sollten Anis und Berthold helfen, sie so abzuschreiben. Das wäre grausam. Gut, aber dann müssen wir jetzt los. Die Zeit läuft. Zeig den Weg. Na denn, machen wir mal ganz fix. Ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwie so eine Zeit abläuft. Das könnte ich mir nämlich auch einfach mal sehr gut vorstellen. Warum bitte habe ich denn schon wieder kein Schwert draußen? Schwert, Geralt, Schwert. Kann ich ihn da irgendwie nicht treffen? Das ist doch lame. Bam! So, einer weniger. Oh, da ist noch ein Schwert, Heini. So, jetzt habe ich dich
durch den Bug geschlagen. Na komm her. Na, tut's weh? Bisschen heiß, was? Dann gebe ich dir ein bisschen kalten, eisigen Stahl noch. Oh, schon wieder so ein Kackbug. Fühlt sich schon wieder ganz heiß an. Guck mal, ich gebe dir noch ein bisschen kalten Stahl. So, Triss, du darfst nochmal. Genau, so meine ich das. Wo ist das? Nicht weit weg, in den Scherben. Still, Geralt. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit auf uns lenken. Okay. Eine Patrouille. Sie dürfen uns nicht sehen. Das wird schwer. Nun? Also ich bin drüben, Triss, wo bist du? Oh, du bist zu weit vorgegangen, Triss zurück. Alter. Jetzt aber. Seine Hure. Sie beschäftigt sich auch mit Hexerei. Gute Arbeit. Schnappt sie. Ich flehe dich an. Wir haben nichts Falsches gemacht. Genau. Das höre ich mehrmals am Tag. Was ist mit meiner Belohnung? Belohnung? Ah, richtig. Dafür musst du zum Hauptquartier. Nun? Wir zahlen keine Belohnungen aus. Marigold. Hallo Leute. Zack. So, können wir? Alles in Ordnung? Könnt ihr gehen? Ja. Von hier gehe ich nicht weg. Ich bin doch nicht verrückt. Berthold. Hast du gesehen, was da draußen passiert? Sie erwischen uns, bevor wir am Hafen sind. Sie erwischen uns und töten uns. Wir gehen sofort. Gehen. Danke. Wir müssen zu den anderen. Schnell. Los, Chris, geh vor. Bisschen schneller. Schneller. Nun? Ah. Folgen die uns jetzt? Irgendwie nicht. Hast du die Kanalisation unter dem Eisvogel ausgekundschaftet? Nein, hätte nie gedacht, dass wir da durch müssen. Wenn man bedenkt, dass sich die Wachen vor einem Jahr noch vor den Magiern verbeugt haben. Heute müssen wir wie die Ratten aus der Stadt fliehen. Du könntest bleiben. Du würdest es schon schaffen. Aber die anderen ohne mich niemals. So, wie weit ist es denn noch? Wir müssen hier fix weg. Der Eisvogel, ja? Keine Wachen oder Jäger in Sicht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Verdammt, sie sind schon hier. Töte die Hexenjäger. Auf ihn! Von deinem Zeug! Lebendig! Fangt ihn lebendig! Lebendig kriegt ihr mich nie! Verdammt! Wir sind zu spät! Zu spät? Wir haben immerhin zwei gerettet. Ja, und einen verloren. Er wusste genau, worauf er sich einlässt. Schwacher Trost. Aber wir haben keine Zeit zum Trauern. Komm mit.
Okay. Haben wir immer noch plus 1, würde ich sagen. Auch wenn es nicht schön ist. Wo geht's denn lang? Hier. Hier lang, Geralt. Betritt das Versteck der Magier und folge Triss. Jawohl. Sieht nach ganz schön viel Auflauf aus hier unten. Triss, was ist oben passiert? Ist alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Geralt, warte kurz. Ich möchte wissen, wer hier ist. Warum die Tränen, werte Dame? Du solltest dir keine Sorgen machen. Das trübt deine Schönheit. Dann sprichst du wohl aus Erfahrung. Nein, ich wurde schon hässlich geboren. Du fliehst auch nach Kovir? Nein, aber ich helfe den anderen dabei. Du kennst mich, mitleidiges Herz. Ja, ist richtig, Dijkstra. Ist richtig. Ja, ich weiß. Du hast kein Herz. Weder ein mitleidiges noch sonst irgendwas. Mich erstaunt dein anatomisches Wissen über meinen Körper. Aber Spaß beiseite. Ich freue mich darauf, Freunde in Kovir zu haben. Besonders unter König Tancreds Gefolgschaft. Psst, Triss möchte etwas sagen. Ei. Wir reden später. Wir haben lange auf die Flucht gewartet. Bis wir sicher waren, dass Kovir uns aufnehmen würde und wir genügend Geld für ein Schiff und einen vertrauenswürdigen Kapitän hatten. Wir haben zu lange gewartet. Wir dürfen nicht länger zögern. Wir müssen Novigrad heute verlassen. Das ist verrückt. An jeder Ecke stehen Jäger. Dann gehen wir durch die Kanalisation zum Hafen. Geralt findet einen sicheren Weg für uns. Sie werden uns so oder so erwischen. Wirst sehen. Sie werden uns fangen und töten. Vielleicht. Dann sterben wir in Würde. Mit den Waffen in der Hand. Nicht auf einem Scheiterhaufen und um Gnade winselnd. Ich gehe jetzt in die Kanalisation. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn der Weg frei ist. Dann folgt ihr mir. Weicht nicht vom Weg ab, egal was passiert. Ich gehe mit Geralt. Du, Dijkstra, gehst zum Hafen und sorgst dafür, dass mit dem Schiff alles in Ordnung ist. Schon unterwegs. Wir sehen uns dort. Hoffentlich. Wird schon, wird schon. Triss, willst du wirklich mit? Sei mir nicht böse, aber... Gleich werde ich das. Hör auf zu reden und geh voraus. Jawohl, Mistress, wird gemacht. Ich werde die Magie sein lassen, wenn ich hier lebendig rauskomme. Das kannst und willst du nicht. Viel Glück. Ja, du wirst unser Kultur. Haben wir noch irgendwas Nettes, bevor ich hier mal rausgehe? Wahrscheinlich nur das Übliche. Oh. Ritterhandschuhe, aber die habe ich doch schon. Und Äther. Was muss ich hier machen? Und was muss ich hier machen? Irgendwie ist das alles komisch. Triss. Nun? Guter Mann. Ich würde sagen. Für deine Hilfe. Du brauchst mir nicht zu danken. Ehrlich. Doch. Es bedeutet mir sehr viel, jemanden zu haben, auf den ich mich in dieser verfluchten Stadt verlassen kann. Schon gut. Bald ist alles vorbei. Bald. Oh, hallo. War das Quest nicht Level 11 oder so? Da guck ich doch gleich nochmal nach. Nee, jetzt ist Level 14 plötzlich. Wie auch immer. Wir sind Level 15, läuft alles. Hallo, mein Lieber. Was machst du denn hier? Willst du sterben? Anscheinend. Und du auch? Ich wollte alle sterben, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich hab's eigentlich nicht so eilig mit dem Sterben. Irgendwas Nettes hier. Okay, ich nehme mal Art. Sind wir hier gelandet? Eine Bibliothek?
Sieh mal. Gedichte von Gonzalo de Verzio. Jakob von Varazzes Chroniken. Ja. Unglaublich. Alles seltene Erstausgaben. Wir werden später zurückkommen und alles holen. Nein, werden wir nicht. Ich verlasse heute Novigrad. Zu vergessen? Nein. Das heißt, wir nehmen möglichst viel mit. Schwer, es zu begreifen. Komm, wir müssen uns beeilen. Ja, ja, aber ich... Wenn das hier alles seltene Erstausgaben sind, dann kann ich da einfach aus Rollen des spieltechnischen Interesse nicht vorbeigehen und aus persönlichem Interesse, weil ich nämlich auch ein Buchliebhaber bin. Und deswegen muss ich hier erstmal alles soweit untersuchen. Geht ja gar nicht anders, ne? Na gut, jetzt reicht's aber. Ansonsten bin ich überladen. Nur weil ich Bücher habe. Ding! Atmen wir uns mal hier durch und schon geht's weiter. Chris, ich habe einen Ausgang gefunden. Ja, aber hier ist ja auch wieder so. Au! Erstmal raus hier, wieder Kinder und weiter. Am Arsch, Leute, am Arsch. Mal eben eine Schwalbe rein. Quen an. Muss ich Triss irgendwie noch ansprechen? Ah, da kommt sie ja schon. Hallo Frau Merigold, Sie sind etwas langsam dieser Tage. Stopp! Hörst du das? Was ist das? Ratten. Meine Spezialität, weißt du? Du brauchst keine Angst zu haben. Hängt davon ab, wie viele es sind. Geh voran, Triss. Triss, würdest du? Ich würde hier gerne durch. Nun? Sieh mir nicht, der Scheiß hier ist buggy. Kann ich hier schon wieder nichts machen, oder was ist das? Nun? Triss, geh doch beiseite, nun? Bitte. Schon wieder ganz, ganz ungutes Gefühl hier. Nun? Ich geh nochmal zurück. Vielleicht folgt mir Triss irgendwie. Sieht jetzt gerade nicht so danach aus, dass sie mir folgt. Nun? Ich kann ja aber auch sonst... sonst nichts machen. Das ist natürlich gerade dumm. Dann werde ich das Spiel an dieser Stelle mal kurz speichern. Und mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Ist die Folge etwas kürzer, aber gut, kann man nichts machen. Ja, ich versuche gleich mal das Spiel neu zu starten und mal gucken, was dann dabei rauskommt. Vielleicht ist ja wirklich nur ein Bug. Ich hoffe es. Und ja... Was war das jetzt? Da hat gerade mein Controller nochmal vibriert, aber hier passiert nichts. Gut, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder, wenn es hoffentlich wieder funktioniert und CJ wieder in der Lage ist, hier weiterzukommen. Macht's gut, Leute.